So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Die Show, ich bin der Zubau, mit dabei ist der Daniel. Hallo. Genau, mitten in der Wüste. Hier frieren wir wesentlich. So. Ah, lass mal dunkel werden, wird's ja auch kalt. Stimmt. So. So. Devil haue. Och, die Ausdauer, wo ist die denn hin? Den habe ich umstellen können. Was? Den habe ich umstimmen können. Na, der hat dann mal Bescheid gekriegt, hier nicht so, nicht weiter, ne? Ja. So, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Was macht das Ding ist? Schaden 67,7. Alter, die ist viel besser. Verändern. ...79,3. Hör mal auf. Ich will hier jemanden umbringen. So, komm mal her. Achso, du willst gerade jemanden umbringen? Die hat noch... gerade auch noch daneben geschossen. Mann. Na? Na? Ja, der nicht. So, hier so eine Sporttasche. Ja. Da sind manchmal ganz lohnende Sachen drin. Die Gummireifen, das ist Plastik. Nehmen wir auch gerne mit. So, am besten alles mitnehmen, was wir finden. Gleich mal gucken, wo wir hier Ölschiffe finden. Irgendwo muss er nämlich sein, ja. Das ist ein glänzender Stein, so ein bisschen. Der sieht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ja, halt ölig aus. Der hat typisch so ein Ölschimmer. Hast du einen Schraubenschlüssel mit? Ja, ne? Nee, leider nicht. Hast du auch nicht mit? Nee, ich Alter, bin ziemlich nackig hier. Meine Güte, du. Hast du Schuhe an? Na, hast du auch vergessen, wa? Warte mal. Nee, doch, Schuhe habe ich an. Darf ja nicht wahr sein, ehrlich. Wo kommen wir denn da hin? Bin heute echt schlecht ausgestattet. Ja, aber ehrlich. Aber hier mit Anfänger zu tun, ne? Ja, stimmt, der ist ja Anfänger. Ach, ja, hast du gemerkt, ne? Sachen gesagt, hör mal auf, das ist ja nicht zu fassen. Ja, doch mal. Mann. So. Die. So, Ölschiefer. Das kann man bestimmt einfach geradeaus sehen. Lauf nicht so weit weg. Da ist Nitrat. Ist das Ölschiefer? Oder hier steht Eisen. Ja. Hier ist Eisen. Aber ich bin nicht so weit weg von meinem Auto. Pack's doch in die Tasche. Was? Pack's doch in die Tasche. Stimmt, das kann ich auch machen. Das ist ja so ein Multifunktionsauto. Das passt auch in die Tasche. Was war noch Ölschiefer? Was ist das da hinten? Ist da Ölschiefer? Alter, ein Geier abgenietet. Ja, die hast du ja auch tonnenweise. So. Das ist Eisen. Was ist denn Ölschiefer, du? Weiß ich jetzt gar nicht. Die blauen, glaube ich. Da, du läufst gerade drauf zu. In die andere Richtung. Richtung Norden. Lauf mal Richtung Norden. Hä? Norden. Lauf mal weiter. Hey, ja. Lauf. So, da in der Richtung. In deiner Ecke irgendwo. Ja, ist da irgendwo Ölschiefer? Da, genau, wo du jetzt drauf zuläufst. Da müssen zwei Stück sein. Hinter dir. Da.
Ja. Diese hier. Was ist das? Ja. Weiß nicht, zeigt sich irgendwie jetzt gerade nicht. Das sind so schimmernde Dinger? Ja, Ja, dann kommt das. Passt. durchaus. Ich komme hin. Ich komme hin. Ist das Ölschiefer? Ist das Blei? Das Blei. Das ist Blei. Ja, hüpf mal rein. Woran siehst du das? Was? Woran siehst du das? Ich kenne das ja. Das ist Blei. Das Gezackte, das ist Blei. Das ist Okay. wie so ein, Und das hier vorne? das ist Das Eisen. Eisen? Das ist ein Ja. Eisenwürfel. Okay. So, komm mal rein. Sprühen mal rein. Dann suchen wir mal. Hier, so kann. Ich glaube, ich habe nicht mehr so weit weg. Warte mal, bin ich rausgesprungen. Was ist das? Hier, da. Was ist das da? Da ist Ölschiefer. Da ist Zeug. Aha. Das ist Ölschiefer. Okay, wenn man das mal markern. Das können wir gleich mal abbauen. Wie gesagt, werkzeugmäßig nicht gut aus. So. Hast du keine Spitzhacke mit? Hast du echt nicht? Nee! Ohne Mist! Was hast Ich du hab an einen Werk? Hammer dabei. Das ist nicht wahr, oder was? Alter, dann fahr nach Hause und hol dir dein Werkzeug. Ja, okay. Kann ich dich hier allein lassen, oder? Ja, wird aber nicht anders. Warte mal kurz. Bevor ich abhaus, ich will mal kurz meine Tasche leer machen. Ja, dann mach. Was ist das denn hier? Yucca-Frucht. Ich schmeiß mal alles raus. Was brauche ich mit? Ich brauche noch irgendwas. Irgendwas brauche ich. Die will ich behalten. Und den Rest kannst du mitnehmen. Ja, dann du mal dein Werkzeug. Ich werde ja ohne Werkzeug hier. Du hältst das im Kopf nicht aus, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Ja, denn, hühot. Oh. Da hinten ist ein Kojote. Da ist er doch. Hallo, Kojote. No? Bist hungrig. Hier ist überall Ölschiefer. Massig. Das ist doch gut. Jo. Warum springt die denn da so? Was denn? Jetzt krieg ich gleich zu fassen. Also die ist ganz nervös. Also nicht mehr. Genau, Schmiedi. Wenn der Geselle alles vergisst, ist wie im Real Life. Richtig. Fürchterlich, ja. So. Geht die andere jetzt hinten zu fassen? Klaro. Ist auch nicht irgendwas hier, ne? Da hinten ist ein Kanigel. Findest du den Weg nach Hause? Ja, ich sehe ja auf der Karte, was sie Okay. so getan hat und was nicht. Hier ist auch nochmal Ölschiefer, sehe ich gerade. Kann ich das mal markern? Ja, klar. Aber wie gesagt, Ölschiefer ist übrigens hier reichlich. Ja? Ja, das ist ja Kann massig. ich mal vielleicht mal einen Wegpunkt setzen hier? Wo habe ich jetzt gegraben? Mist, das finde ich jetzt nicht. Doch, warte mal hier. Hier irgendwo war es doch. So. Dann nimm den Bohrer auch bitte mit. Er Ja. schafft ein bisschen mehr weg. Nee, 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 du. Was? Das, also. Kannst nicht Fuß lohnen, du. Nee. Aber man muss ja wieder entschuldigen, du kennst das Spiel ja auch gar nicht. Ne, der ist ja ganz neu. Ja. Man muss ja erstmal, ne? Wie funktioniert denn das überhaupt? Und so. Dass man dann, wenn die Sachen, die muss halt dran denken, dass du das mitschleppst. Ja. Ist manchmal ein bisschen, Ja. ja, ne? Wollen wir den nochmal mehr mit? Habe ich noch einen Kaffee? Mist.
Wenn du so nach Hause fährst, kannst du noch einen Kaffee mitnehmen. In der Getränkekiste müsste noch Kaffee sein. Kannst ein bisschen was mitnehmen, wenn es Sinn. Gell? Jupp, jupp. Großartig. Das ist, der Kaffee ist gut gegen, für, nicht gegen, sondern für Ausdauer. Ich weiß gar nicht, wie das noch mit... Was da noch ist. Was kann man hier noch? Das ist Sand. Du kannst keine Spuren in der Nähe sehen, ne? Das ist großartig. So. Ups, ich habe schon wieder jemanden überfahren. Ich muss echt besser aufpassen. Ach ja, wenn du, genau, sag Bescheid, wenn du zu Hause bist, weil du musst auch noch, ja, dann nimm auch Benzin noch mit. In der Benzinkiste liegt noch Benzin drin, das musst du auch noch mitnehmen. Alles klar. Sonst hast du, das bringt dir der Bohrer an mich nix. Das ist klar, ja. Aber ja. Da habe ich auch ein bisschen was looten können, oder? Ja gut, das habe ich auch. Also ja. Das müsste im Auto auch was drin sein, aber das reicht ja nicht. Oh, die Ausdauer. So, Kaffee wolltest du haben, ne? Jo. Warte mal, kriegen wir das ein bisschen gerade hin hier? Ja. Bisschen Benzin habe ich hier. Ja, da müssen irgendwie 1400 Benzin oder sowas sein. Mhm. Die Ausdauer. 1700 sogar. Ja, guck mal einen an. 1731, so. Mal eben schauen. So, Reparaturkits hatte ich immer. Habe ich noch zwei? Ich glaube, dann nehme ich noch mal was mit. Da sind, glaube ich, keine. Ich hab Reparaturkits habe ich tonnenweise hier. Hast du bei dir? Ja, okay. Ich habe bei mir massig. Massig von den Dingen. Ich habe nämlich eine ganze Latte gemacht. Und noch nicht rausgepackt. Voll vergessen. Gut, dann habe ich jetzt da. Siehst du wohl. So. Mir fällt gerade ein. Na? Haben wir letztes Mal eigentlich den Lootbeutel gesammelt? Die Abwurfkiste, ich glaube ja, ne? Ich meine, die habe ich weggeholt. Ich kann die auf jeden Fall nicht mehr sehen. Dann haben wir die bestimmt weggesammelt.
Okay. Pass mal auf, also ich habe jetzt den Bohrer. Ja. Ich habe Sprit. Ich habe noch mal ein bisschen hier Schraubenschlüssel, also Werkzeug zum Zerlegen. Noch Axt, zwei Reparaturkits, bisschen Munition. Was zu futtern, was zu trinken, deinen Kaffee habe ich eingepackt. Sehr gut. Brauchst du noch was? Nee. Dann komme ich jetzt wieder rübergehumpelt, wa? Würde ich sagen. Mhm. Fein, fein. So. Stein. Sehr gut. Das ist auch sehr gut. So, reparieren. So. So eine Pickhacke oder sowas habe ich nicht, ne? Hast du nicht? Nee. Wieso nicht? Ich finde hier auch keine. Das war das eigentlich. Findest du kein... Du müsst, ist da keine in der Werkzeugkiste drin? Nee. Ein Werkzeug ist hier Schraubenschlüssel, Hammer und wenig anderes. Taschenlampe, ja. Gut, du hast aber den Bohrer. Immerhin. Ja, dann muss es damit und laufen. Und zur Not musst du halt die Steinpicke nehmen, wenn es sein muss. Wenn es ganz böse kommt. Ja, man geht auch damit. In der Not frisst der Teufel fliegen, ne? So ist es. So. Jetzt mal was richtig Verbotenes. Beim Autofahren trinke ich Bier. Ach du Himmel. Wollte ich schon immer mal machen. Schmiergold, immer noch kein Erdbohrer. Doch, wir haben einen. Ja, aber Lehrling hat es vergessen, ne? Der muss nochmal zurück den holen. Ist jetzt nochmal durch die Werkstatt. Genau. Aber was man im Kopf hat, hat man im Gaspedal. Muss man schon fast so sagen. Boah, die Ausdauer. Meine Güte. Ganz toll, ne? Ja, es ist furchtbar. Wieso bin ich eigentlich nass? Regnet das hier oder schwitze ich so irre? Wer weiß es, weiß es. Da. Wieder ein Tod gefahren hier. Mensch. Muss mich wirklich konzentrieren. Mann, da. Komm erstmal zu dir rüber direkt. Ja, Augenblick. Bist schon da, oder was? Aber noch nicht ganz. Jojo. Bin gleich bei dir. Nochmal Ölschiefer. Mal sehen, dass ich irgendwie rauskomme. Ich kann übrigens sagen, warum du nass bist. Weil es in der Wüste regnet. Hab mir fast schon gedacht.
So, nicht so dicht hier ran. Okay. Dann. Leg mal los, wa? Ja, ne? Dann hau rein. Siehst du. ...3600 habe ich. Habe ich schon. Wo war denn jetzt die Stadt? Hier ist ein fliegender Kaktus. Oh mein Gott. So. Siehst du, der Lehrling ist am Buddeln. Genau. Das ist Strafbuddeln jetzt. Ja. Aber es läuft ja bestimmt gut, ne? Ja, doch, das ist fein. Das ist großartig. Ah, guck mal. Mr. Nari parieren. So, hier haben wir Müll. Im Müll findet man manchmal auch ganz tolle Sachen. Hm? Im Müll findet man auch manchmal ganz tolle Sachen. Mhm, nehme ich an. Mhm. So. Da hinten ist mein Auto. Da hinten ist mein Auto. So. Was ist das denn da vorne? Da muss ich doch kurz mal hingucken. Das machst du großartig. Ja, ne? Ja, absolut, absolut. Mach weiter so, ne? Ich bin gleich wieder da. Mhm. Alter, ich muss mein Auto reparieren. Der hat das auch nicht wieder ordentlich kaputt gekriegt hier. Ja, die Zombies, die machen immer gleich so einen Schaden davon, ne? Red Mesher District Area. Oh, oh. Da bin ich mal gespannt, was das hier ist. Das garantiert ein unterirdischer Bunker. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Totenköpfe. 6 Totenköpfe gleich? Ja, da muss, ja, muss nicht unbedingt, ne? Wenn man da so richtig drauf ist für... Ja. Oh. Ah, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Nur eine Pistole gefunden, immerhin. Ja, ne? Da hinten ist ein Coyote. Da hinten ist er. Wo war der andere Zombie denn da? Ist? Sekunde. So, brauchen wir nicht mehr suchen, hat sie erledigt. Dann ist Wölvi. Ist er? Wo war denn irgendwo hier, ne? Da liegt er doch. Ihr Mensch. Was liegst du denn da so rum? Müll.
Hoppala. Wo war das jetzt? Warte mal, da ist einer. Da hinten, was ist da denn? Okay. Warte mal, reparieren, ja. Na komm her. Das haben wir. Alles, was ich nicht brauche. Alles. So, was war das jetzt? Was wollte ich jetzt gucken? Sprit, richtig. So. So, mal sehen, wie viel Sprit du noch hast. 230. Okay, das ist ja nicht so berauschend viel, aber wir sammeln das, was wir können, und dann wollen wir nochmal in die Stadt reingucken. Mhm. Können wir da noch ein bisschen Zeitschriften sammeln und sowas. Ja. Und mal sehen, vielleicht finden wir hier noch einen Händler. Das Auto braucht ja auch noch ein bisschen Sprit, ne? Ja gut, ich habe da gerade 600 eingefüllt, das ist natürlich jetzt nicht viel. Ach so. Aber okay. Wir sammeln ja hier. Das werden wir dann gleich mal fix, wenn wir zu Hause sind, einmal raffinieren. Genau. Raffinieren. Die Ausdauer, ne? Sag mal, meinen Kaffee hast du doch, ne? Ja. Rück meinen Kaffee raus. Wow. Jetzt voll los. Warte mal. So, Moment. Ja. Da ist dein Kaffee. Boah, wunderbar. Ach, mal ja. Sehr gut. Ne? Ja, hat zu irgendwas, ne? Hat er tatsächlich auch nur einen mitgenommen, ne? So geizig wie er ist. Du wolltest einen Kaffee. Ja, das stimmt. Ich hätte mich besser ausdrücken sollen, ich weiß. Ich weiß. Ach Gott. So, gleich ist der Sprit alle. Das alle. Ja, wie war es gesammelt? Oh, ein bisschen was. Lass mal gucken. Ja. Ölschiefer 4286. Ja, immerhin. Doch. Du bist zufrieden? Ja, ja. Ein bisschen ist das. Ja. Das ist gut. Bist du wohl. Ich wollte ihn noch ein bisschen mitnehmen hier. Mhm. Solange ich noch Ausdauer habe hier. Aber jetzt habe ich den Kaffee gerade genommen und der Kaffee gibt mir unheimlich Ausdauer. Ihr macht das Gleiche, aber die Dosis macht das Gift, ne? So ist es, genau. Da schreibst du mir, oha, anderthalb Monate schon zugeschaut, genau. Watchtime, ein Monat, 14 Tage, 12 Stunden. Krass. Ich hoffe, man nennt sowas nicht verschwendete Lebenszeit. Ach, schön. So. Boah, ist denn Ausdauer hat er noch, ne? Ich will das noch gerne mitnehmen. Das hätte ich da in der Stadt ist auch noch.
Ist auch noch günstig. Wie gesagt, vielleicht finden wir noch einen Händler. Das kann ja sein. Obwohl, wir haben zwar nicht viel Chitons, aber... Wir können mal gucken, was er hat. Chitons. Alles umsonst. So, mein Ausdauerding ist gleich weg. Ja, nu. Oder Ausdauerbonus heißt es, ne? Sonst kannst du mich nicht so lange rumkloppen hier. Sonst musst du den Bergarbeiter nämlich ziemlich hochgelevelt haben. Mhm. Dann hast du mich richtig dicke Arme, denn weißt du, dann machst du so ein Handgelenk hier. Ja. Und dann kriegst du natürlich auch viel mehr raus, ne? Wenn du sie mehr auf Bergwerk machst, ne? Ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen, also bei den Fähigkeiten mal ein bisschen in alle Richtungen, was so ging. Ein bisschen gelesen. So. Ausdauer ist durch. So, bist du draußen oder bist du hier? Ich bin draußen, ja. Alles klar. Dann komme ich mal mit. So, Krams ins Auto. Oh, das ist eigentlich ein guter. Siehst du. Ja, alles ist halt passend. Dein ganzen dein Krams ins Auto packen, ne? Warte mal. Ja, würde ich jetzt einmal kurz machen. Ja. Warte. Ups. Achso, hier, siehst du, sehr gut. Wicht wird sich viel freier, ne? Ja, eben, das wollen wir, ne? Brauchst du nicht mitschleppen. Genau, sehr schön. Vor allem geht das hier in den Rücken. Ja, ne? Genau. So. Dann fahr mal los. Ja, aber die Folge ist wieder durch, leider. Dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aber gleich geht's in die Stadt.